Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen auf dem Kanal von Freyas Orakel und Humanenergetik. Wir schauen jetzt mal gleich rein bei dir in dein Gegenüber, was für Hauptenergien gerade zwischen euch so stehen, was da los ist vielleicht auch noch, ne, wird sich ja hier auch gleich mit zeigen, über was du und dein Gegenüber sich für Gedanken machen, was ihr so in der Kopfebene habt, was ihr in der Gefühls-, in der Herzebene habt, also welche Gefühle ihr füreinander habt und auch eure nächsten Schritte. Und da wollen wir mal schauen, in welchen Themen spiegelt ihr euch. Ja, vielleicht in Gedanken, Gefühlen und nächsten Schritten. Ja, ich bedanke mich hier für eure Likes, für eure lieben Kommentare, für eure Wertschätzung, die ihr mir immer entgegenbringt. Und wir schauen jetzt erstmal rein, würde ich sagen. Ja, du kannst natürlich auch gerne hier meinen Kanal abonnieren, wenn du das möchtest, wenn dir das gefällt, was ich hier mache. Du hast auch die Möglichkeit zu einer Mitgliedschaft. Hier gibt es noch ein paar extra Videos drin in der Mitgliedschaft oder auch immer wieder Erweiterungen, die ich hier reingebe. Vielleicht mache ich das auch für dieses Orakel, werde ich dann schauen. Ja, die Mitgliedschaft der Reisegruppe der Kämpfer. Wir sind übrigens die Reisegruppe der Kämpfer und das heißt nicht, dass wir kämpfen, sondern wir stehen dafür, dass wir immer wieder aufstehen und dass wir weitergehen, dass wir weitermachen, ja, dass wir uns aufrichten und unseren Weg weiterhin beschreiten. Ja, die Mitgliedschaft kostet hier, ich glaube, 2,99 oder 3,99 sogar. Und genau, und da tue ich dann jeden Monat die Erweiterung rein, ja. Du bezahlst das für einen Monat, ne? Du kannst auch jederzeit wieder aussteigen, wann du möchtest. Du bist hier nicht gebunden an dieses Abo. Und genau, das wollte ich jetzt nochmal mit dazu erwähnen. So, aber jetzt lang genug gequatscht. Ich würde sagen, wir schauen mal in die Energien rein. Ja, ich muss jetzt doch noch mal was dazu sagen. Es ist ein Allgemein-Orakel, es ist kein privates Orakel gerade. Ne? Also bedenke das bitte und achte gut auf dein Bauchgefühl, was hier für dich zutreffen könnte. Und wenn du jetzt damit hier nicht in Resonanz bist, wenn du sagst, nee, das ist absolut nicht meins gerade, dann habe ich hier noch andere Spiegellegungen. Vielleicht spricht dich da irgendetwas an. Die sind übrigens alle zeitlos, dann diese Orakel, die in meiner Playlist dann sind. Und wenn du aber eine persönliche Legung bei mir haben möchtest, ne, ich biete hier auch die Spiegellegung an, da kannst du gerne mal dich auf meiner Webseite erkundigen, da drauf schauen und dir hier einen Termin buchen für die nächste Woche. Und da können wir dann gerne mal auf dich und dein Gegenüber schauen, auf die Gedanken, Gefühle und nächsten Schritte, ne, und was im Endeffekt auch daraus entsteht. Ja, also das buchen immer ganz, ganz viele hier bei mir, weil dadurch bekommt man dann noch so einen größeren Einblick in diese Sache. Ne? Okay, mein Lieben, was ist gerade das Thema zwischen dir und deinem Gegenüber? Das sind zwei Sachen rausgefallen. Also wir haben hier einmal die Sovilo dabei, die für das Freude und für das Glück steht, für die Hoffnung. Ne? Und dann haben wir hier die Isa dabei. Und die Isa, die steht meistens auch, man ist vielleicht in einem Moment der Glückseligkeit. Entweder ist es so, oder es ist so mit deinem Gegenüber, dass da ein Stillstand ist. Also ich habe zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich gucke jetzt mal nochmal, was hier ist. Die Turisas, ja. Also die Turisas wird da eine Energie freisprengen bei euch, damit dieser Stillstand vielleicht auch hier rausgeht. Ne? Weil hier ist oder war so eine gewisse Eiszeit zwischen dir und deinem Gegenüber. Und da kommt jetzt hier wieder die Freude und das Glück rein. So, und da würde ich sagen, wir legen die Sonne mal da oben hin. Ne? So, was ist noch bei dir und deinem Gegenüber gerade so los? Der Neid. Also es kann sein, dass es hier bei deinem Gegenüber und dir, dass es irgendwie, entweder bist du auf deinem Gegenüber neidisch oder er auf dich. Ne? Aber hier soll, es soll jemand hier erkennen, dass man wie alle anderen ist, ne? Dass nur jeder vor seine eigenen Herausforderungen gestellt ist. Ja, also bei irgendwas spielt hier so ein gewisser Neid eine Rolle. Das ist, ja, das ist krass. Okay, schauen wir weiter. Wir gehen nicht weiter drauf ein auf den Neid. Ich lasse das so stehen. Du wirst vielleicht, wenn du damit in Resonanz bist, wirst du wissen, warum es hier um irgendwelchen Neid geht. Ja. So, was sagt mein Freyas Orakel noch? Das könnt ihr auch bekommen, dieses Deck. Wer daran interessiert ist, bitte in meinem Shop schauen. So, ich will jetzt da nicht weiter darüber reden, ne, weil das ist immer wertvolle Zeit, dieses Orakel und mein Gequatsche, mein privates Gequatsche, möchte ich da jetzt nicht so viel mit reinstecken. Okay, was sagt das Freya Orakel hier zu eurer Situation? Was ist da los?
Angst ist kein guter Ratgeber, ja. Da verschlägt mir gleich die Sprache. Also es geht wahrscheinlich bei dir und deinem Gegenüber irgendwie noch um Ängste, um gewisse Themen und die Magie liegt in den Dingen, ne? Vielleicht erkennt dein Gegenüber, dass es hier eine gewisse Magie zwischen euch gibt, ne, die man sich vielleicht auch nicht erklären kann. Aber hier ist irgendwie noch so eine gewisse Angst, spielt da noch mit rein. Und Neid. Ja, was dieser Neid da drin ist, sollte, weiß ich nicht so richtig. Aber das ist auch jetzt egal. Ne? Entweder bist du da neidisch, dein Gegenüber ist neidisch. Vielleicht ist dein Gegenüber aber auch neidisch, weil du auch schon ein bisschen weiter in deiner Entwicklung, in deinem Vorankommen in irgendeiner Sache bist. Das kann natürlich ja auch sein. Ja? Und ja, das muss man aber nicht, weil jeder geht ja seinen eigenen Weg. Ne? Und man ist jetzt nicht besser als der andere, finde ich immer wieder. Ne? Man ist halt vielleicht manchmal schon ein bisschen weiter auf dem Weg oder in der Entwicklung. Ja, und da muss man aber auch nicht neidisch sein. So, was sind die Gedanken deines Gegenübers in deine Richtung? Was denkt dein Gegenüber gerade in deine Richtung? Oh, er denkt an positive Veränderungen. Er hat dich in den Gedanken. Das sehen wir schon mal, ne? Dass da wieder was Erfolgreiches reinkommt, dass da das Glück wieder reinkommt. Eine brauchen wir noch. Ja, ne? Und dafür möchte er noch hier Entscheidungen treffen. Also der Stor steht ja auch manchmal für einen Neuanfang in deine Richtung, ne? Und da denkt dein Gegenüber gerade nach, weil hier ist eine große Anziehungskraft und das macht ihn extrem Kummer im Inneren. Ja, also dein Gegenüber möchte hier noch die Entscheidung treffen, etwas positiv in deine Richtung zu verändern, was auch Erfolg hat, ne? Und da müssen wir jetzt auch gar nicht groß noch was dazu sagen. Ich sehe hier ganz einfach, ja, dass hier irgendeine Energie jetzt freigesprengt wurde. Ne? Vielleicht war es ja auch die Energie des Neides, dass man irgendwie noch neidisch ist irgendwie, aber man hat noch so ein bisschen Angst, aber du hast so eine ganz, ganz gewisse Magie in dir drinne, ja, die dein Gegenüber anzieht, die dein Gegenüber verspürt in deine Richtung. Und darum geht's jetzt. Und deshalb will dein Gegenüber was in deine Richtung verändern, damit da wieder Glück bei euch reinkommt. Na, das ist doch schon mal gut. Was hast du denn in den Gedanken in die Richtung deines Gegenübers? Über was denkst du nach? Ja, du willst dich auf die Reise machen, die Verbindung, weil du Sehnsucht hast. Ja? Und du möchtest aber auch Klarheit. Vielleicht möchtest du aber. Na, wir machen gleich weiter. Eine brauche ich mal noch. Also, so schlechte Karten sind das nicht. Bei euch beiden nicht, ne? Wenn ich jetzt so sehe, es ist hier ja, im Inneren wünscht man sich vielleicht hier das Glück, den Neuanfang, ja. Und dein nee, du denkst gerade in die Richtung deines Gegenübers, dass man hier irgendwie eine Lösung für diese Verbindung suchen muss oder finden muss, ja. Entweder willst du Klarheit über einen Umzug, über eine Reise haben, oder du willst Klarheit haben, ob das überhaupt mit euch zur Wunscherfüllung kommen könnte noch. Ja, und diese Klarheit willst du drin haben. Und guck mal, der Stern, der strahlt hier, die Sonne strahlt hier. Ja, also das ist das so, was mich hier so richtig gerade begeistert bei euch in den Gedanken. Ihr habt schon gute Gedanken aneinander, aber irgendwie sehnt man sich vielleicht auch hier mehr Klarheit in eurer Verbindung. Und das ist jetzt wichtig bei euch, dass diese. Ja, du wünschst dir auch diese sichere Verbindung, eine sichere Verbindung, auf die du dich verlassen kannst. Ja, wer wünscht sich das nicht? Das wünscht sich eigentlich auch jeder. Jeder Mensch wünscht sich eine sichere Verbindung. Ja, und darüber denkst du gerade nach. Du willst dir Klarheit haben. Was ist da jetzt los? Was ist da vielleicht mit dieser Reise los? Ja, oder was ist da jetzt los? Ich habe hier Sehnsüchte in die Richtung meines Gegenübers. Wird sich das erfüllen? Wird da überhaupt was Sicheres draus entstehen können? Ne? So sind deine Fragen wahrscheinlich gerade. Ne? Darüber denkst du nach. Was hat dein Gegenüber für Gefühle in deine Richtung? Was fühlt er gerade für dich? Also seine Gefühle betrachtet er sich gerade noch ein bisschen genauer, so wie es aussieht mit der Lupe. Ne? Da guckt er gerade noch mal richtig rein. Und ja. Er beobachtet das so richtig. Er hat tiefe Emotionen, ja, und das weiß er auch. Manchmal macht ihn das auch hier so ein Kummer im Inneren. Ich kläre aber den Mond jetzt nochmal ab. Was ist mit dem Mond?
Ja, der macht hier eine Neuausrichtung gerade, ja, auf diese Emotionen, auf diese tiefen Emotionen, die er in sich hat. Manchmal spielt er noch so eine gewisse Angst mit, ne? Es macht ihn schon noch ein bisschen Angst und Unruhe, aber auch er will versuchen, hier eine Lösung zu finden, wie man das Ganze hier zum Wachsen bringen kann. Ja, was ist hier mit der Eule? Was sagt denn die Eule hier noch? Enttäuschung. Ja, es macht ihn Kummer. Irgendwie, also irgendwie kommt mir so von den Gefühlen in seine Richtung rein, dass er so ein bisschen von sich selber auch enttäuscht ist. Ja, er guckt sich das hier schon eine lange Zeit an. Warum sind meine Emotionen so unruhig? Warum habe ich so tiefe Emotionen? Ja, er versteht das wahrscheinlich hier nicht so richtig. Ne? Ach, übrigens, wenn du jetzt als Mann so schaust, schau bitte, auf welcher Seite du dich wiederfindest, ob auf der männlichen oder auf der weiblichen. Ja? Und alles andere ist geschlechterneutral. Okay, dann nimm das mal so an. Ne? Er versucht hier aber innerlich irgendwie stark zu bleiben. Ja? Und ja, der hat so tiefe Emotionen für dich. Na, hier sind diese Gefühle, diese Emotionen. Vielleicht will er die manchmal auch nicht so richtig sehen. Er fühlt das halt, er guckt sich das Ganze an. Er weiß aber das auch, dass er schon ja lange Zeit diese tiefen Gefühle für dich hat. Welche Gefühle hast du in die Richtung deines Gegenübers? Ja, du willst, dass sich was positiv verändert. Du willst einen Neuanfang, ja, in den Gefühlen hier. Ja. Irgendwie bist du noch verletzt in den Gefühlen. Du möchtest hier eine Entscheidung haben. Und was ist da? Ja, auch du guckst dir das Ganze an. Auch du guckst dir das an. Was ist hier mit der Sense bei dir? Ja, also da brauchen wir jetzt nicht mehr weiter gucken. Ne? Hier neu anfangen. Gell? Du willst auf jeden Fall hier neu anfangen in den Gefühlen haben, damit du dich auch sicher fühlst und was ins Wachsen kommen kann. Du willst etwas Beständiges und das fühlst du auch. Du möchtest, du schaust dir hier an, wie können wir das positiv verändern, diese ganze Sache. Wie können wir da vielleicht einen Neuanfang reinbringen? Und auch du möchtest hier noch Entscheidungen treffen in der Gefühlsebene. Ja, dir das Ganze hier nochmal anzuschauen. Er hat es in den Gedanken. Der will sich hier dafür in den Gedanken entscheiden, dass man was positiv verändert. Und du fühlst es, ne? Wir Frauen sind ja meistens so auf dieser Gefühlsebene, dass wir diese Sachen eher so fühlen. Die Männer, die denken halt eher so drüber nach, ne? So eher mit dem Verstand. Und du machst das mit deinem Gefühl, mit deinem Herzen. Du merkst aber hier, du bist innerlich noch verletzt. Na, gibst es aber nicht preis. Du bist hier innerlich verletzt und du triffst hier die Entscheidung, das Ganze hier dir nochmal anzuschauen, wie man diese Gefühle vielleicht auch nochmal positiv verändern könnte. Ja. Okay, schauen wir weiter. Ich stelle das mal ein bisschen runter. Okay. Jetzt wird es spannend. Wie sind denn die nächsten Schritte von ihm in deine Richtung? Sind die nächsten Schritte von deinem Gegenüber jetzt in deine Richtung demnächst? Was kommt jetzt in der nächsten Zeit von deinem Gegenüber? Okay, nur eine Karte. Er weiß es noch nicht, ne? Also er tappt noch so ein bisschen im Labyrinth. Na, fällst du mit raus? Ich nehme das mal, weil sich das so gedreht hat, ne? Also er macht sich Gedanken über diese Verbindung in den nächsten Schritten. Ah, da ist es auf dich gefallen. Ja, der macht eine Neuausrichtung in deine Richtung gerade. Und die wird sein, er trifft hier die Entscheidung. Guck mal. Das will man klären. Ja, ich fahre jetzt nochmal auf die Routen. Der will diese Ängste oder diese Unklarheiten mit dir klären. Na? Also. Ich weiß nicht, wer von euch beiden hier Angst hat, ob du oder dein Gegenüber. Ich denke eher dein Gegenüber, ne? Aber falls du das bist, manchmal, vielleicht seid ihr es aber auch beide, dass da gewisse Ängste da sind, ne? Er weiß hier noch nicht so richtig, ja, wo geht's denn jetzt hin mit dieser Verbindung? Was will ich da jetzt, ne? Richtig mit dieser Verbindung. Aber er wird sich hier ausrichten. Entweder wird er sich ausrichten auf diese Zweifel, auf diese Unklarheiten, auf diese Ängste vielleicht auch. Mir kommt auch so, dass er vielleicht auch Angst hat, dass hier vielleicht auch Untreue mit dabei ist. Ja, das ist auch für den einen oder anderen der Fall, vielleicht hier mit. Ja, oder es ist ganz einfach so, er möchte diese Unklarheiten in deine Richtung klären.
Ja, diese Ängste, diese Unleiden, die hier mitspielen, weil es ihn belastet. Es belastet ihn hier im Inneren, in seinem Frieden. Es macht ihn einen starken Kummerhammer hier. Ja, diese ganze Sache. Ja, also darüber macht er sich gerade Gedanken. Wie können wir das hier bereinigen? Wie können wir diese Verbindung klären? Ne, und dann nimmt er hier einen neuen Kurs auf. So. Und jetzt frag mal, wie sind denn deine nächsten Schritte in seine Richtung jetzt demnächst? Ja, es ist hier noch unruhig, ne? Du weißt nicht so richtig, es belastet dich hier noch in den nächsten Schritten, ne? Du triffst aber die Entscheidung, hier stark zu sein mit den Bären, ne? Du zeigst hier so eine gewisse Stärke oder du hast starke Ängste, weil bei dir haben wir jetzt den Mond hier mit dabei. Ja, vielleicht sind bei dir auch diese starken Ängste. Was ist das mit dem Mond? Ja, du hast starke Ängste, dass man dich enttäuschen könnte. Und was ist das mit dem Kreuz? Also da kommt mir jetzt, also wenn wir das jetzt mal so aufklären, dann sieht das mir so aus, du hast hier eine richtig starke Unruhe, ne? Es belastet dich ganz einfach, weil du dir mehr Harmonie wieder wünschst. Du wünschst dir nicht diese Belastungen und das möchtest du in den nächsten Schritten machen. Vielleicht willst du aber auch diese Belastungen hier irgendwie verwandeln, ne? In Harmonie. Aber ich sehe, du hast starke Emotionen, starke Ängste vielleicht auch, dass du ihn verlieren könntest oder dass er dich enttäuschen könnte hier, ne? Und das sind so eure nächsten Schritte. Ja. Ja. An mir kommt da jetzt wirklich rein, in den nächsten Schritten sieht das so aus, du bist total aufgewühlt, es ist belastet, du hast keine Harmonie so richtig, du weißt nicht, was du tun sollst, du hast starke Ängste, vielleicht auch starke Verlustängste, du hast Angst, dass er dich irgendwie enttäuschen könnte und er macht sich dann hier vielleicht auch Gedanken über diese Verbindung in deine Richtung und er versucht sich hier neu auszurichten, um diese Ängste, um diese Unklarheiten hier mit dir zu klären, ja, dass da wieder mal, ja, dass da was reinkommt dann, ne? Dass das hier vielleicht auch aus der Welt geschafft wird. So, und jetzt frage ich jetzt noch mal hier mit dem Mystical Lenemore. Da frage ich jetzt noch mal, wo wird denn das Ganze hier am Ende hinführen mit euch? Wo wird das Ganze dann im Ende hinführen, erstmal mit euch? Ja. Man wird hier irgendwie noch verborgene Ängste und Unklarheiten haben, ne, in der nächsten Zeit. Also, das ist jetzt nicht die weitreichende Zukunft, ne? Ich mache nur Voraussagen für die nahe Zukunft, aber die kann sich ja auch jederzeit wieder ändern. Ne? Also, ja, hier haben wir den Kummer, den Sarg. Ne? Ja, man wird noch so ein bisschen diese Ängste, diese Unklarheiten hier verbergen, ja, diese Sachen. Das hält man hier noch ein bisschen zurück, ja. Es ist auch ein großer Kummer, aber hier wird wieder im Endeffekt Harmonie reinkommen in diese Gefühle bei euch, ne? Und wir haben ja auch den Schlüssel. Es wird hier eine Lösung gefunden. Die Mäuse gehen dann raus, dieser Verlust geht raus. Ja, hier ist noch was so ein bisschen blockiert, entweder wegen einer Trennung oder es ist halt erstmal so ein bisschen blockiert, weil man da nicht dagegen ankommt. Da zieht sich vielleicht noch mal jemand zurück, aber man hält natürlich hier fest. Ne? Der Fuchs wird dann auch rausgehen und es wird hier eine hoffnungsvolle Nachricht in deine Richtung reinkommen. Oh, und da ist noch eine Karte liegen geblieben. Ja, Belastungen werden wahrscheinlich auch noch sein oder es ist schicksalhaft. Ne? Das jetzt auch noch mit dazu gesagt. Seht ihr, die Belastungen sind liegen geblieben. Ich habe das irgendwie hochgenommen und da ist der Schlüssel aufgetaucht. Also hat das ja was zu sagen. Ne, hier werden Lösungen, sichere Lösungen gefunden werden. Hier im Verborgenen sind diese Ängste noch, ne, bei euch. Oder diese Unklarheiten, dass man nicht so richtig weiß, naja, wo soll es jetzt hingehen? Was ist denn nun hier so richtig? Und das macht einen auch so einen riesigen Kummer hier. Ja, aber hier kommt wieder diese Harmonie in den Gefühlen rein bei euch. Ja, das kann wahrscheinlich dann auch aufgeklärt werden, diese Belastungen, diese Sachen hier, damit man dir vielleicht auch das Gefühl geben kann, du kannst dir sicher sein. Ja, du kannst dir hier sicher sein bei uns. Ja, insgesamt ist das eine
Ja, eine krasse Legung, muss ich sagen. Ja, jetzt nicht zu kompliziert, aber es ist so, man möchte dir gerne das Gefühl vermitteln, dass du für ihn die Sonne bist, dass du für ihn diese Freude bist. Auch wenn du vielleicht immer wieder so ein bisschen Angst hast oder er Angst hat. Ja. Okay, was sagen die Herzkarten jetzt noch hier dazu? Wirf all deine Bedenken über Bord und lass dich in meine Arme sinken. Siehst du, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Du machst dir zu viele Gedanken wahrscheinlich hier. Ne? Du willst so viel Klarheit. Gut, ich verstehe das. Du brauchst Sicherheit, ja. Und du fühlst dich verletzt, wenn da irgendetwas kommt. Und ja, ne? Es belastet dich ganz einfach. Aber er ist hier schon dabei, irgendwie diese Sache mit dir zu klären. Und du sollst jetzt wirklich diese ganzen Gedanken, diese negativen Sachen über Bord werfen. Lass dich in seine Arme sinken. Ja, wird hier mitgeteilt. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch damit eine, ja. Eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende noch und wir hören uns dann nächste Woche mit der Spiegellegung wieder. Ich gebe euch dann morgen noch die Wochenbotschaft rein für die kommende Woche. Ich bin ja in dem Moment jetzt nicht da. Ne? Ich habe ja das Video jetzt schon vorgedreht hier am Donnerstag und dass ihr da Bescheid wisst. Aber das tut nichts zur Sache. Das gilt trotzdem für diese komplette Zeit jetzt. Ne? Okay, mein Lieben. Ciao, ciao.